Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Das Thema der heutigen Sendung geht um Fette und Öle. Ja, Fette und Öle haben wir alle auch schon sehr viel darüber gehört, aber nicht von meinem Studiogast, der dazu natürlich noch eine ganz, ganz tiefsinnige Interpretation und Philosophie dahinter sieht, wo ich sehr wertvoll erachte. Ich vermute auch schon zu wissen, wohin die Reise geht, aber bitte begleiten Sie uns durch die Reise. Mein Gast heißt Dr. Ludwig Reiser und ist heute da. Ganz herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Du hast mal in einer anderen Sendung mir davon erklärt und erzählt, dass eigentlich im Licht alles enthalten ist. Also ohne Licht kein Leben. Und das Licht kriegen wir einerseits zum Beispiel über Nahrungsmittel, sogenannte Biophotonen, hast du mir erklärt. Ja. Und auf der anderen Seite kriegen wir das Licht aber auch durch den Ausdruck von Freude, Dankbarkeit und Liebe. Ja. Also das sind so richtige Maschinen, die diese Energiequelle zur Verfügung stellen und uns eigentlich gesund erhalten oder auch den Alterungsprozess deutlich minimieren. Ja. Gut. Und dann hast du irgendwo mal gesagt, und das ist auch im Fett und Öle drin. Und dann haben wir nicht weiter geredet, die Sendung ging dann langsam zu Ende, deshalb gerne den Einstieg wieder. Wie kommt dann Biophotonen, was wir aus den Nahrungsmitteln kennen, eigentlich in Fette und Öle? Na, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Biophotonen sind Energie. Und Energie sitzt nicht einfach rum, sondern die bewegt sich prinzipiell. Das heißt, sie muss, wenn sie in einem Lebensmittel drinnen steckt, irgendwie gespeichert werden. Das ist das Entscheidende. Und die Biophotonen haben sehr unterschiedliche Speicherorte. Da gehört zum Beispiel das Pflanzengrün, also sowas wie Chlorophyll dazu. Da gehört das Wasser mit dazu. Da gehören bestimmte Mineralkomplexe dazu. Aber auch Öle und Fette. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil die Speicherfähigkeit von Ölen, die Biophotonspeicherfähigkeit von Ölen, ist sozusagen für unsere Zelljungheit entscheidend. Also je mehr Biophotonen sozusagen in den Fetten unserer Zellmembran drin sind, desto gesünder und kräftiger und eigentlich auch jünger ist unsere Zelle. Jetzt ist mir bekannt, dass es man redet immer von guten Ölen und schlechten Ölen, aber ist es dann hier im Bereich der Biophotonengehalt der einen oder anderen Ölen, gibt es da Unterschiede? Da gibt es ganz gewaltige Unterschiede. Da gibt es Riesenunterschiede. Man kann sich eigentlich ein Öl so ein bisschen vorstellen, das ist eine Kohlenwasserstoffkette, sehr vereinfacht gesagt. Die hat unterschiedliche Längen, unterschiedliche Drehungen, unterschiedliche Doppelbindungen, eine unterschiedliche Struktur. Und manche Strukturen sind sehr geeignet, um Biophotonen zu speichern, sind sehr geeignet, um stabile Membranen aufzubauen. Und manche Strukturen sind dafür halt einfach ungeeignet. Die haben die falsche Form, die passen nicht in die Spannungsfelder, die man braucht, um mit Biophotonen arbeiten zu können. Also die sind qualitativ so, dass wir sie im Leben nicht optimal verwenden können. Und das ist dann dieser Unterschied zwischen guten Fetten und schlechten Fetten, weil die schlechten Fette eben die sind, die biophotonenärmer sind, die schlecht speichern können, die eine schlechte Struktur aufbauen, die unter Umständen sogar die Erkrankung von Zellen begünstigen. Aber genau das, was du jetzt sagst, höre ich sonst nie. Das Thema Biophotonen im Öl ist ein Thema, das ich heute erstmals mit dir hier diskutiere. Ich habe schon über Öle gesprochen und hier reden wir eigentlich immer wieder über die Zusammensetzung des Öls, freie Radikale, gesättigte Fette, nicht gesättigte Fette. Das ist alles sehr, sehr physikalisch immer bezogen. Und hier reden wir jetzt eigentlich über ein Lichtmedium, wo uns Energie gibt. Und daher frage ich mich, wenn ja Öl Speicher ist von Licht, warum kann das eine mehr als das andere? Und warum ist es zufälligerweise gerade so, dass das Leinöl zum Beispiel ein außerordentlich hoher Speicher ist von Licht? Auf der anderen Seite sagen das auch alle anderen, dass Leinöl gesund ist. Deswegen ist Leinöl gesund. Also das ist einer der Gründe, ja, weil sie es vielleicht gar nicht wissen, weil sie sich vielleicht gar nicht so tief damit auseinandergesetzt hat. Das ist ein bisschen Grenzwissen. Also dieses Thema Fette und Eiweiße, das hat ja zum Beispiel die Frau Dr. Budwig sehr entscheidend aufgearbeitet und die ist auch schon in die Richtung Biophotonen gegangen, aber die heutige Wissenschaft zeigt einfach deutlich mehr, was da drin steckt. Du hast vorhin gerade das Leinöl angesprochen, das ist ja chemisch formuliert die Alpha-Linolensäure, Omega-3, 6 und 9, um mal mit ein paar Fachbegriffen um uns zu werfen.
Mit überwiegend Omega-3? Genau. Die hat eben den besonderen Effekt, dass sie in ihrer Struktur sehr, sehr lange, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut Biophotonen speichern kann. Das merkt man zum Beispiel an der Qualität der Öle. Wenn man jetzt ein Leinöl normal im Biomarkt kauft, aus dem Nichts, aus dem Kühlregal, dann schmeckt es wie Möbelpolitur. Es hat keinen guten Geschmack. Das liegt letztendlich daran, weil es von der Pressung bis zum Kauf einfach viel zu viel Zeit vergangen ist und in dieser Zeit sozusagen das Licht aus den Molekülen rausgegangen ist. Wenn man ein absolut frisch gepresstes Leinöl nimmt, also das ein paar Tage jung ist, dann hat es einen wunderbar aromatischen Geschmack, ist aber chemisch eigentlich identisch mit dem 3 Monate später. Es ist da noch nicht oxidiert, noch nicht zerfallen, noch stofflich noch nicht verändert, aber der Geschmack hat sich verändert. Qualität hat sich verändert und die Bioverfügbarkeit hat sich verändert und das, was wir daraus machen, hat sich verändert. Du hast vorhin das Wort Oxidation genannt, ja, oder? Der Sauerstoff kommt in Kontakt mit dem Leinöl und so habe ich es verstanden, dann wird einfach Elektronen verloren aus dem Öl und dann fängt das an zu oxidieren. So ist meine Interpretation gewesen. Du sagst mir jetzt, durch die Oxidation wird das wahrscheinlich auch sein, aber auf der anderen Seite geht auch Licht raus. Die Oxidation, etwas banalisiert gesagt, ist die Oxidation so etwas, die kratzt das Molekül an. Mhm. Also das sind die ersten Beschädigungen, die durch Oxidation entstehen. Und wenn es vollständig aufoxidiert ist, dann ist ja vom Molekül nichts mehr da. Mhm. Das ist verbrannt. Und mit den ersten Oxidationsschritten wird sozusagen auch die Qualität dieses Moleküls so schlecht, dass das Licht nicht mehr gehalten werden kann und damit entweicht. Das ist wie wenn ich ein Loch reinbohre, dann kommt halt raus, was drinnen ist. Sehr vereinfacht gesagt. Aber zum Vorstellen ist das, glaube ich, besser, wie wenn man das jetzt biophysikalisch vollständig aufdröselt. Ja, nein, ich verstehe es jetzt auch, aber ich sage nochmal, das ist etwas, was ich neu höre, es aber als unheimlich wertvoll erachte. Wie ich ja weiß, wir hatten eine Sendung darüber gemacht, über das Licht. Mhm. Und wenn wir wissen, wie wertvoll Licht ist und wie Licht entscheidend ist in unserem Zerfallprozess, dann ist dieses Hinweis von dir, wie wertvoll Öle als Speicher sind von solchen Lichtquellen, eine elementar wichtige Aussage. Richtig, sind eine absolut elementar wichtige Aussage. Das ist ja auch der Grund, warum eine Frau Dr. Budwig mit ihren Ölen und Eiweißkomplexen so hervorragende Therapieerfolge im Bereich Krebs und chronisch degenerative Erkrankungen hatte. Das liegt genau deswegen, weil dieses Fett eben Energie speichert, die unser Körper verwenden kann. Und was das Besondere ist, dass dieser Körper, also das Fett ist ja als Hauptbestandteil der Zellmembran zu nennen. Und wenn wir dort ein hochwertiges Fett haben, was eben sehr lichtreich ist, dann ist die Zellmembran sehr, sehr stark. Und zwar nicht stark im Sinn von dick, das kann man sich nicht vorstellen wie eine Ziegelwand, sondern das kann man sich eigentlich mehr vorstellen wie eine Wand aus Magneten. Die haben Ladungen, also das chemisch ist es so, dass sich das Eiweiß und das Fett zusammenschließen und ein sogenanntes Lipoproteid bilden. Lipo das Fett, Protein das Eiweiß. Zusammen ist es ein Lipoproteid und viele Lipoproteide zusammen ergeben eine Zellmembran. Wenn ich jetzt als Fett eine relativ lange, kraftvolle Kette habe, die sehr biophotonenreich ist, dann hat die eine hohe Spannung. Also dieses Molekül hat ein großes Kraftfeld, wenn man so will. Und jetzt habe ich dort ein Molekül neben dem anderen. Und jetzt machen wir mal eins. Wir nehmen jetzt mal an, die sind alle top. Also das heißt, hochwertige Fette, sie sind biophotonenreich. Das ist ein Mensch, der noch nicht viel Energie verloren hat. Wie sieht dann diese Zellmembran aus? Sie ist absolut geordnet. Sie ist strukturiert, sie ist stabil. Das heißt, die Moleküle passen alle perfekt so ineinander, dass die Wand, die entsteht, richtig stabil ist. Das heißt, die Wand entscheidet selbstständig, welche Stoffe lasse ich rein, welche Stoffe lasse ich nicht rein. Das kann sie aber nur, wenn die Membran stark genug ist. Also habe ich viele Biophotonen in der Zellmembran, kann diese Membran bewusst Stoffe reinnehmen, die es aufnehmen möchte und kann bewusst Stoffe, Mikroben, Oxidation, was auch immer, abwehren, die sie nicht haben will. Mhm. Und das liegt nur an der Sättigung der Biophotonen der Zellmembran. Wenn dort die Energie verloren geht, dann kann man das so sagen, diese Mauer verwittert.
Kann man diese Mauer auch bezeichnen, je dicker die ist, desto mehr Omega-3 ist drin? Oder? Nein, so einfach kann man sich das nicht machen. Oh, schade. Weil, Entschuldigung, weil das ist das Problem. Wir müssen ja, um in der Sendezeit so ein Thema zu besprechen, es immer ein bisschen reduzieren auf die Quintessenzen. Wir verallgemeinern es immer ein bisschen. Mhm. Wir haben ja im Körper zig unterschiedliche Zellen. Die Zellen sind unterschiedlich aufgebaut, die haben unterschiedliche Funktionen und die haben auch unterschiedliche Zellmembranen. Die einen müssen dünner sein und die anderen müssen dicker sein. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Was man aber über einen Kamm scheren kann, ist, dass allgemein, wenn eine Zelle als Einzelwesen betrachtet eine gute Membran hat, dann ist sie nicht nur stärker, vitaler, sie kann nicht nur besser entscheiden, was nehme ich auf, was gebe ich ab, sondern sie kommuniziert auch besser. Denn die Kommunikation der Zellen passiert über die Ladungspotenziale, die eine Zellmembran hat. Ja, und wenn das Ladungspotenzial ein gesundes, ein kräftiges ist, dann kommt diese Kommunikation noch ein bisschen weiter. Das ist dann mehr als nur ein Fiepsen. Dann kann da gescheit kommuniziert werden. Und das hat unheimlich viele Effekte auf unsere gesamte Gesundheit. Zellen, die kommunizieren, die bewusst aufnehmen und abgeben können, sind zum Beispiel von einer entarteten Zelle sehr weit entfernt. Denn Krebszellen kommunizieren nicht mehr, haben einen suboptimal geregelten Stoffwechsel, also das heißt, die nehmen die falschen Substanzen auf, produzieren zum Teil die falschen Substanzen, geben auch die falschen wieder ab. Also bei einer entarteten Zelle stimmt sehr, sehr viel nicht mehr. Und eine der wichtigsten Regelgrößen ist die Zellmembran. Mhm. Also gebe ich gutes Baumaterial für eine gute Zellmembran, habe ich auf das gesamte System wieder einen stabilisierenden und letztendlich auch verjüngenden Effekt. Also das heißt, sowas wie Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl oder auch ein deutlich kürzeres Kokosfett zum Beispiel, also ein kürzeres Molekül, kann man eigentlich als Superfood oder als Anti-Aging-Food oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es ist wirklich reines Zellfutter, reines Lichtzellfutter. Und ich habe das in vielen Patientenfällen wirklich großartige Ergebnisse gesehen, was dort mit den Menschen passiert ist, wenn sie ihre Membranen wieder gestärkt und aufgebaut haben. Und das eine ersetzt das andere nicht. Das heißt, ich muss schauen, dass ich diese Biophotonen, diese Energiequelle als Licht esse. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich hier die Möglichkeit, diese Zellmembrandichtungen eigentlich zu stabilisieren, festzumachen, indem ich mit guten Ölen arbeite, die gleichzeitig aber auch diese Energiequelle mit einbringen. Richtig. Weißt du, dass Öl- und Fett Energieträger ist, das merken wir ja schnell. Wenn wir ein Stück Fett essen, sind wir mega lang satt. Ja. Ja, und das heißt, da kommt so viel raus an Energie. Heißt das aber jetzt auch auf dem Umkehrschluss, dass wenn jemand krank ist, hat er ja auch Energiemangel, also im Defizit, müsste er dann wirklich noch mehr sagen, Nahrungsmittel essen, die wirklich Energiepower sind? Nein. Energiepower wird gerne ganz schnell falsch verstanden im Thema Ernährung. Dann rutschen wir rüber in das Thema Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind komplett anders zu bewerten wie Fette. Wir haben ja wieder mal ein Gesellschaftsdogma, nämlich Fett macht Fett, was faktisch ein Blödsinn ist. Es ist faktisch falsch. Fett macht nicht Fett. Wir brauchen Fett für unsere Zellmembran. Wir brauchen Fett für unsere Entgiftung. Wir brauchen Fett für einen gesunden Leberstoffwechsel. Wir brauchen Fett für alles Mögliche. Und der Körper baut dieses Fett nur in Körperfett um oder macht das nur zu Körperfett, wenn er dafür ein richtiges Bedürfnis hat, wie zum Beispiel ein herannahender Winter, es wird kalt. Oder sonstige Gründe. Aber er baut Fett nur bewusst ein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man dazu im Gegensatz dazu die Kohlenhydrate anschaut, da muss der Körper die überschüssigen Kohlenhydrate in Fett umbauen, weil er sie nicht anders entsorgen kann. Das heißt, Fett macht nicht Fett, sondern entgiftet und baut gute Zellmembranen auf. Kohlenhydrate, also Zucker, macht Fett, weil es eine kurze Energie ist, die nur kurz gehalten werden kann und die muss der Körper speichern. Und das tut er in Form von Fett. Sprich, er lagert es in die Zellen ein, er hat ein erhöhtes Insulin, alles wird schön in die Zellen reingedrückt. Bis sie übersatt sind, dann wird es zu Fett umgewandelt. Die Zellen quellen dann halt ein bisschen auf und sind von einer gesunden Zelle auch wieder relativ weit entfernt. Dann formuliere ich die Frage um, wenn jemand krank ist und in der Schwäche ist, dann müsste er eigentlich die hochwertigen Fette und Öle in den Genesungsweg mit einbeziehen. Absolut. Bevor wir reden über welche, gibt es irgendwelche Menschen, die das jetzt nicht betrifft? Ich spreche jetzt mal Cholesterin an, ich spreche
nicht. Also bei jedem Heilungsweg müsste das Öl und das Fett in den Genesungsweg mit einbezogen werden. Also es wird gerne diese Assoziation in der Medizin aufgestellt, dass zum Beispiel Fette und Öl auf das Cholesterin negativ wirken. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren und das kann man so auch nicht sagen. Das ist einfach faktisch falsch. Ein Cholesterin, es gibt viele Gründe, wann ein Cholesterin auftritt. Im Regelfall dann zum Beispiel, wenn Toxine zu binden ist. Dafür brauchen wir auch Fette. Mhm. Aber dieses Cholesterin, also das Fett, das wir zu uns nehmen, wird nicht sofort 1:1 Cholesterin im Blut. Das stimmt einfach nicht. Das sind zwei Paar Stiefel. Wenn ich natürlich sehr schlechte Fette esse, wie das Cis- und Transfette, das ist dieses Thema der Struktur, also wenn wir schlechte Fette oder zu hoch erhitzte Fette zu uns nehmen, dann müssen die anders wieder verstoffwechselt werden und das ist problematisch und das bringt auch ein höheres Cholesterin mit sich. Da war es aber die Qualität der Fette. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir uns alle hochwertig ernähren, also mit dem entsprechenden Wertschätzung unseren Lebensmitteln gegenüber, also auch bessere Qualität kaufen, dann sind die Fette dort nicht einen direkten Einfluss aufs Cholesterin, ganz im Gegenteil. Wenn ich über längere Zeit zum Beispiel an Alpha-Linolensäure hochdosiert oder in größere Menge zu mir nehme, dann wird das sogar auf meinen Cholesterinwert sinkend sich auswirken. Das kennt man eigentlich von Lebertran. Mhm. Lebertran hat schon immer einen Cholesterinwert gesenkt, aber es ist reines Fett und es ist letztendlich der Alpha-Linolensäure sehr nah. Das ist halt ein tierisches Fett und kein pflanzliches Fett, sprich die Kohlenstoffkette ist ein Stückchen länger. Das ist im Prinzip der einzige Unterschied zwischen Lebertran und Leinöl. Der Lebertran ist ein Stück länger, aber die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl ist genauso wertvoll, wenn nicht wertvoller, weil sie für unsere Erde ein bisschen einfacher herzustellen ist als das Krill- oder Fischöl. Ich habe nur gehört, dass diese Säure innerhalb des Körpers nur sehr wenig EPA oder DHA produzieren aus dem Leinöl heraus und man daher schon auf, es muss ja nicht tierisch sein, es muss nicht das Fischöl sein aus dem Lebertran, sondern es geht ja auch das Algen, weil aus der Alge kommt sie überhaupt erst in Fisch rein. Ja, da muss man einen Unterschied machen, reden wir jetzt über einen therapeutischen Einsatz oder reden wir über einen alltäglichen Einsatz. Ja, gerade. Wenn wir im alltäglichen Einsatz sind, dann ist meine Meinung, dass man voll mit den pflanzlichen Fetten arbeiten kann. Dann reicht mir ein Leinöl. Ein Leinöl ist sehr, 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 sehr wertvoll und bringt vieles in Ordnung, definitiv. Wenn ich jetzt therapeutisch arbeiten möchte, dann setzt das aber auch ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit dem Patienten und der entsprechenden Situation voraus. Dann kann ich auch mit Fischöl, mit Grillöl zum Beispiel arbeiten, was ebenfalls sensationelle Effekte auf die ganze Zelldynamik und sogar auf unsere Mitochondrien, also auf unsere Zellkraftwerke hat. Auch dort brauchen wir wieder die richtigen und hochwertigen Fette. Also es ist auch so etwas wie ein chronisches Müdigkeitssyndrom, zum Teil ein Hinweis darauf, dass unser Fettstoffwechsel in den Zellmembranen, im Speziellen bei den Mitochondrien, nicht mehr ganz optimal ist. Muss nicht sein, kann aber. Noch was zurück. Was neu ist für mich nochmals, ist, dass hochwertige fette Öle richtig viel Energie in sich tragen in Form von Lichtenergie. Ja. Und das ist bekannt, dass wir mit Licht, letztendlich ohne Licht kein Leben, je mehr Licht, desto mehr Leben oder letztendlich auch Regeneration oder auch Heilung kommt aus dem Inneren heraus. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch darüber reden, sind das alle diese guten Öle, auch die, die wir eigentlich so im Volksmunde her kennen? Also sprich, Leinöl hast du mir bestätigt, ich hätte jetzt noch Hanföl aufgezählt, vielleicht noch Schwarzkümmelöl, bei Olivenöl wäre ich jetzt schon wieder verunsichert, weiß ich nicht. Auch Olivenöl ist wunderbar. Auch wunderbar, gut. Was kannst du sonst noch aufzählen? Die haben dann alle unterschiedliche Richtungen. Kann man Kürbiskernöl zum Beispiel nehmen? Kürbiskernöl ist sehr wertvoll, vor allen Dingen für Männer im fortgeschrittenen Alter, weil es noch nebenbei einen guten Effekt auf die Prostata hat. Erdnussöl hat den Vorteil, dass man es wunderschön erhitzen kann. Also wenn man was braten will, ist zum Beispiel ein Erdnussöl oder ein Kokosnussöl hervorragend. Meines Erachtens macht da immer die Quelle die Qualität aus. Ich kann einen sehr, sehr schlechtes, belastetes und billiges Erdnussöl kaufen oder man kann halt auch ein hochwertigeres kaufen und dann weiß ich auch, dass es schadstoffärmer ist oder weitestgehend schadstofffrei ist. Oder überhaupt noch Vitalstoffe drin hat. Genau.
Und ein ganz wichtiges Thema bei Ölen und Fetten ist die Frische. Egal welches Öl und egal welches Fett, je älter es wird, desto energieärmer und desto strukturell schwächer wird es. Also man kann sich so ein Fett eigentlich vorstellen wie so eine Kohlenwasserstoffkette. Und die aufgrund ihrer Struktur die Fähigkeit hat, diese Biophotonen einzufangen, festzuhalten. Und je mehr die Oxidation beginnt, je mehr der Alterungsprozess beginnt, desto instabiler wird diese Struktur und desto mehr Licht geht verloren. Und irgendwann ist es halt einfach lichtlos, tot, leer. Dann habe ich immer noch chemisch die gleiche Struktur, aber ich habe keine Spannung mehr drin. Unser Körper bringt diese Spannung dann wieder rein. Wenn er nichts anderes hat als das, nimmt er das auch auf, baut es auch in seine Zellmembran ein und füttert das dann halt langsam mit eigenem Licht an. Es geht. Also sprich, ein glücklicher, verliebter, lichtreicher Mensch, der sich schlecht ernährt, hat wahrscheinlich trotzdem gute Zellmembran. Ein Mensch, der sich top ernährt, aber lichtarm in seinem Denken ist, der hat wahrscheinlich trotz guter Versorgung mit Biophotonen keine gescheiten Zellmembranen. Jemand, der sich lichtvoll ernährt und lichtvoll denkt und handelt, der hat mit Sicherheit auch dann die lichtvollen Zellmembranen. Also man kann nicht einfach nur ein Thema sozusagen outsourcen, wie es so schön neudeutsch heißt, und sagen, ich will schöne Zellmembranen, ich will da viel Licht drin haben, also futtere ich jetzt nur noch Leinöl. Ja, ist ein guter Anfang. Das heißt, ich nehme mir lauter Batterien für meine Zellmembranen auf, aber ich muss im Umkehrschluss auch das wertschätzen und mit Energie unterhalten. Also dieses Wertschätzen ist für mich gleichzusetzen wie mit, ich unterhalte es chronisch mit Energie. Mhm. Was mir etwas wert ist, darauf achte ich, darauf passe ich auf, da gebe ich Energie hin, dann funktioniert das. Mhm. Also so eine Kombination sozusagen aus dem stofflichen Aspekt und dem, was ich daraus mit meinem Bewusstsein mache. Mhm. Ich könnte die Sendung natürlich jetzt locker noch eine halbe Stunde verlängern mit weiteren Fragen, zu verschiedenen Ölen, auch zu der Temperatur. Ich glaube, bei 180 Grad mehr sollte man es nicht erhitzen, glaube ich, auch ein gutes. Leinöl? Ja, generell. Leinöl ist bei 40 nicht. Grad schon Schluss. Ja. Aber auch das andere, wo du gesagt hast, Olivenöl, Kokosöl, ich glaube, 180. Und Erdnussöl, die sind gut zu erhitzen. Da kann man auch, ja, 180 Grad reicht ja eigentlich. Ja, aber also sonst fängt es an zu Transfetten werden, genau, oder? Olivenöl bitte nicht. Das ist wunderbar zum Kochen und als kalt, aber nicht zum Braten geeignet. Dafür ist es aber nicht auch gut. Butter würde letztendlich zu Transfette werden, wenn es zu heiß wird. Butter hält sehr, sehr viel aus. Also in der ayurvedischen Ernährung kennt man es ja, dieses Butterfett, das Ghee, ja, oder Ghee oder wie auch immer das der Einzelne aussprechen möchte, das ist zum Hocherhitzen gedacht und hält sehr, sehr viel aus. Also das ist auch ein gutes Fett, auch wenn es eine tierische Quelle hat. Mhm. Auch voll mit Licht? Nein. Bei Weitem nicht so wie zum Beispiel Leinöl. Also das kann man nicht vergleichen. Da kann man einen Grundsatz sagen, jedes Öl, das ich zum Beispiel aus einer Frucht heraus habe, wie zum Beispiel auch aus dem Rapsöl, und das ist frisch gepresst, ist biophotonenreicher und mit der Zeit verlieren sie prinzipiell Biophotonen. Und es gibt einfach so ein paar Highlights in den Fetten. Da ist ganz klar das Leinöl und ganz klar auch das Fischöl zu nennen, die da einfach sehr, sehr stark sind in der Struktur und in den Biophotonen. Danke ganz herzlich. Für mich ist es sehr spannend, mit dir über solche Themen zu reden, weil ich sehe, dass wir den Fokus rein vom Stofflichen ein bisschen verschieben, ja, zu einer tieferen Ebene, wo uns auch zeigt, ohne das geht's nicht, ohne das leben wir nicht. Und es verschiebt einfach ein bisschen die reine Physik rüber zum Licht. Vielleicht auch mal ein Thema. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie können mit Licht leben. Von dieser Seite her kann ich es jetzt plötzlich auch verstehen, auch wenn der Körper als Maschine immer noch irgendwas braucht wahrscheinlich. Aber dann machen wir eine andere Sendung darüber. Dann machen wir noch eine Sendung. Ja, freue ich mich drauf. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Bitte seien Sie sich dessen auch bewusst, dass ein hochwertiges, gutes Öl unglaublich viele Nährstoffe in sich trägt, aber auch viel Licht. Und dieses Licht ist ganz wichtig für in unserem Körper Energie zuzuführen, aber auch eben diese Lebenselixier wieder aufzustocken. Mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte, aber jede Krankheit raubt. Und auf der anderen Seite kann so ein hochwertiges Öl dieses Defizit wieder ein bisschen aufstocken. Und das finde ich schon wichtig. Aber ich glaube auch, dass das sehr viele Menschen schon sich bewusst sind,
dass ein gutes Öl einen wertvollen Dienst hat für unsere Gesundheit und schlechte Öle dementsprechend am Körper auch rauben. Aber dass es eben um das Thema Licht geht, das ist heute bestimmt ein bisschen neu herausgeschält worden. In diesem Sinne, danke herzlich fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.